So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts 458 over 2 Days. Yo, und ich spreche jetzt mal beschissen aus, habe ich das Gefühl. Im letzten Mal haben wir in Wunderland ein paar Herzen gesammelt. Danach waren wir, haben wir ein bisschen was zu Shia noch erfahren von Rico und so weiter. Ja, dann wurden wir auf eine Mission nach Halloween Town geschickt. Wir wurden uns dann herzlosen killen. Das hat sich herausgestellt, dass sie einen Trick bei uns machen wollten, dass wir uns gegenseitig fertig machen, Shion und Roxas. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sind jetzt wieder zurückgekehrt vom Tag, wir sind Tag 353. Nochmal als kleine Info voraus. Du hast dich schon wieder eingemischt. Entschuldige, hast du etwas gesagt? Wir brauchen sie nicht beide, nur einen. Und so zu tun ändert daran auch nichts. Oh Mann, ey. Sykes, bist ein Arsch. Ich mag dich nicht. Das ganze Spiel war schon scheiße. Denk mal darüber nach. Geh einfach weg, dam da dam. Ich mag dich nicht. Dim dim. Okay, was für ein seltsames Trio. Ich, Sigma und Shion. Meint ihr, ich halte euch auf? Selbstverständlich nicht. Empfindlich, empfindlich. Wir haben nicht jeden Tag das Vergnügen, mit Nummer 2 zu arbeiten, nicht wahr, Shion? Allerdings. Hey, arbeitet ihr drei heute zusammen? Du hast deine eigene Mission, Roxas. Kann ich nicht mit Sigma tauschen? Was für eine kindische Haltung. Soll ich Axel etwa überall hin begleiten? Was ein Arschloch. Ich mag ihn echt nicht. Nein, ich wollte nicht. Ach, vergiss es. Ich mag ihn nicht. Sykes, du bist kacke. Die schaffen ihre Mission schon. Und du siehst zu, dass du deine eigene schaffst. Halt's Maul, Mann. Sterben. Ich töte dich irgendwann noch. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. So. Entschuldigung für diese Aggression, aber er ist ein Arschloch. Mag ich nicht, ey. So, Tag 352. Shion, Axel und ich haben zusammen Eis gegessen. Der Sonnenuntergang war wirklich wunderschön. Mehr muss ich dazu gar nicht schreiben, weil ich diesen Tag nie vergessen werde. Dam, da, da, dam. Ich will kurz mal das Level-Ding reintun. Quadrupel, ich weiß gar nicht, wie das... Okay, es ist nur so einer. Das ist nur so einer, leider. Aber das ist nicht schlimm, tauschen wir Schlüssel... Ihr habt Schlüssel immer noch nicht getauscht, ich Idiot, ey. Na egal, scheiß drauf, ist halt so. Dann tauschen wir einmal aus, packen das in das Level 4-Ding, Level 49. Und Level 51 müssen wir sein jetzt. Genau, 51, yay! Und wir können sogar noch zweimal reintun, wir haben Level 55 nachher, sogar. Das ist gut. Das ist sogar sehr schön. Steigen wir jetzt mal eine Stufe wieder auf, das wäre nett. Das wäre nett. Es ist auch keiner mehr da, ne? Ne, alle futsch. Alle weg. Wir sind ganz allein hier. Okay. Heute musst du alleine auf Mission. Das habe ich schon gedacht. Hast du schon erwähnt. Schon, dass du es gesagt hast. Besiege 6 riesige Herzlose in Twilight Town. Okay. In Twilight Town sind mehr riesige Herzlose gekommen. Besiege mindestens 6 von ihnen. Ja. Oreal kommt Premium Kugel Diamant. Okay. Das tun wir wohl mal, ne? Ich mag ihn nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Ach so. Szene. Haha, das nenne ich Schnee von gestern. Lass das, Shion. Ich kenne so viele Gesichter. Warum sehe ich ausgerechnet dich, wenn ich sie anblicke? So, mal kurz Stopp einmal. Ich will kurz das Raum werfen. Zu diesem Zeitpunkt war Birth by Sleep noch nicht draußen, ne? Also, ne? So, kleiner Hinweis nur. Ihr wisst, wer es ist. Und ich werde es auch jetzt nicht sagen. Schaut euch mal Let's Play zu Birth by Sleep an. So viel mehr sage ich nicht. Musst du mich immer so anstarren, als hätte ich gerade deinen Goldfisch ertränkt? Sei still! Ja, was sieht der da, Axel, ne? Okay, das war schnell. Das war wirklich schnell. Ja, hast gut gemacht. Hast kaputt gemacht. Ja, tschüss, ne? Arrivederci. Tut mir leid, Axel. Bist du völlig übergeschnappt? Bitte, lass mich gehen. Ich muss das tun, sonst schau. Was zum... Bitte, Axel. Du musst dich um Roxas kümmern. Aber wie wärst du... Bitte... Danke.
eigentlich müsste Axel das auch gesehen haben, ne? Also, wenn man so ganz logisch drüber nachdenkt, ne? Aber wir haben jetzt erstmal unsere eigene Mission hier zu erledigen. Darüber können wir uns später noch unterhalten. Yeah! Herzlose töten! So, mal gucken. Heute heißt es nur ich und die Herzlosen. Ja, das stimmt. Ich bring's besser mal hinter mich. Da, da, da. Was auch schon lange ist er hier, Mann? Also jetzt von der Mission her, meine ich jetzt. So, finde mindestens 6 große Herzlose. Gucken, wie tun wir. Wir können überall hin. Ach, scheiße. Es wird ja richtig viel werden denn hier. Und gegen euch habe ich keinen Bock zu kämpfen. Kein Bock. Dam, dam. Ihr seid scheiße. Dam. Ich beleide jeden Herzlosen. Ist schon mal aufgefallen? Dam, dam. Oh, wir haben schon einen gefunden. Das, oh, come on. Muss das sein? Ja, sammle deinen scheiß Kopf auf, Mann. Haben wir Rüste? Rüste! Was zur Hölle soll das, ey? Das zur Hölle, ich werd's ab. Jetzt kann ich angreifen, wollte gerade sagen. Okay, er ist doof. Vor allem, wenn ich jetzt schon gegen solche Probleme haben werde hier. Kann man auseinanderfallen jetzt? Das macht sonst nicht viel Schaden hier. So, jetzt kann ich mal wieder den Kopf. Danke. So, wow, ich mache richtig viel Schaden hier. Wow. Hallo, ich würde jetzt gerne... Ich kann ihn nicht angreifen. Das ist ja nett. Dann machen wir seinen Arm erstmal kaputt. So, wow, irgendwas habe ich getroffen. Ich habe keine Ahnung, welchen Arm ich jetzt davon getroffen habe überhaupt. Kannst du mal bitte den Arm anvisieren? Hallo, den Arm. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Sieh doch die Arme an. Danke. Mein Gott, was ist das Problem, ey? Okay, kommst du mal her jetzt? Danke. So, er ist das down. Mein Gott, was ist das Problem hier? So, jetzt hat er nur noch seinen gammeligen Kopf da und seine gammeligen Beine. Das kriegen wir auf die Reihe. Ich würde gerne irgendwie mal... Ich habe das Gefühl, das könnte eine lange Mission werden. Weil irgendwie machen wir hier... nicht so viel Schaden. Und wenn das wirklich alle so spacken Endgegner sind wie das hier. Okay, wir warten kurz. Da heile ich ihm halt mal zur Not einmal, sich als halber. Man weiß ja nie. Dann machen wir die Füße wieder kaputt. Wow. Wow. Ist in Ordnung, wir haben verstanden. Ihr Füße, ihr seid scheiße. Wow. Ich bin begeistert, dass wir die ganze Zeit jetzt hier... Oh, ich hätte so gerne jetzt Limit. Ich hätte so gerne Limit. Wisst ihr das eigentlich? Ihr seid scheiße, ihr Füße. So. So, nächster Fuß down. Und tschüss, nächster Fuß down. So, jetzt kommt die Rüstung dran. Als letztes Ziel. Und zack. Jetzt müssen wir die Rüstung platt machen. Ganz schnell auch. Okay, ich hoffe, dass wir den noch platt bekommen, bevor er jetzt abkackt gleich. Ja, wir haben ihn. So, tschüss. Okay, das war der erste. Und noch 5 Stück fehlen. Ich bin mindestens 6 riesige Herzlose. Es gibt anscheinend 7, weil wir, ja. Ihr seht es auf der Anzeige und da ist noch ein Stückchen mehr. Und ich habe die Vorahnung, dass wir jeden Gegner hier nochmal treffen, den wir so im Spiel getroffen haben. Wer ist es diesmal? Wer ist es denn diesmal? Ach da, okay. Ja, es ist das fliegende Ding, ey. Wo ist er jetzt? Sind er auch da oben. Ein Orkus schon wieder, auch leckt mich, ey. Ja, komm doch her. Ich bin hier unten. Oh, willst du, dass ich da hochkomme, oder was? Hier ist du scheiße. Ja, wie soll... Wie soll stellt sich das vor, wenn er jetzt nicht herkommt, oder was? Danke, geht doch, ey. Na, zumindest machen wir ihm ein wenig Schaden. Mehr als dem von gerade eben noch. Okay, wir verpissen uns, weil das Ding mich jetzt verfolgt. Da hab ich keinen Bock drauf. Verlass mich in Ruhe. Hui! Hallo, ich will ihn gar nicht... Okay, machen wir es halt so. Mein Gott, dann stirbst halt so. Mir auch egal. Das Pech, der Nachteil ist jetzt, dass ich auf jeden Fall Feuer zaubern wollte. Der Nachteil ist natürlich jetzt, dass erstmal dieser Part ultra lang dadurch wird. Und ich habe meine Stufe verloren schon wieder. So, jetzt bist du in der Ecke hier. Was hältst du davon, hä? Na komm her.
Aber krass, dass Sigma, also hier Ven gesehen, also Ventus. Okay, er verpisst sich wieder. Alles klar, jetzt können wir uns auch wieder verpissen. Aber es ist echt cool, dass wir durch Vitra jetzt so keinen Schaden mehr bekommen können. Und das war's jetzt für dich auch. So, und tschüss, Mann. So, Gold halten. So, da fehlen nur noch 4. So, gibt es in jedem Gebiet einer oder taucht der jetzt hier so auch noch direkt auf? Ich hab keine Ahnung. Vor allem keine Ahnung, dass noch keine da oben ist eine Truhe. Das ist strange. So, können wir auch da, danke. Ich würde gerne. Oh, da war noch eine Truhe. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Portion. Ich werde dann in dem anderen Gebiet treffen, dieses Teil wieder, ne? Also den wir schon mal bekämpft haben. Da, also die ist hier Chimera-Teil. Genau, mir fiel gerade der Name nicht ein, ey. Chimera-Teil. Da-da-da-dam-da-dam-dam-da-dam. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich freue mich ohne Scheiß schon auf Kingdom Hearts 2. Ich weiß nicht warum. Ganz komisch. So, habe ich recht? Ja, ich hatte recht. War klar, dass wir dich hier treffen. Habe ich schon mit gerechnet, muss ich zugeben. Aber egal, wir machen ja diesmal ein bisschen mehr Schaden als letztes Mal. Und diesmal werde ich nicht verlieren gegen dich. So, du haust nicht ab. Das verhindere ich. Und vor allem, wir können es auch noch heilen. Ich glaube, wir haben auch noch High-Aether drin. Dass wir immer noch uns die Eye-Portion, die Vita wiederholen können, einmal. Okay, also das Problem ist halt, er macht mir wirklich viel Schaden. Und ich würde gerne Limit einsetzen. Danke. Das ist schön, dass es so klappt gerade. Und nochmal. Okay, das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich wollte eigentlich jetzt mich heilen, aber okay. Ich will mich einmal heilen, bevor ich jetzt wieder angreife. Danke. Ich wollte gerade sagen, er ist wahrscheinlich immer noch da. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Okay, mach gar nicht. Also ich muss sagen, wir sind gar nicht so schlecht dabei. Auch wenn wir jetzt wieder das gammelige Herzlose besiegen müssen. So, nur noch. Okay, jetzt habe ich mich verpisst. Ich habe keine Ahnung, wo er ist gerade. Da ist er, okay. Keine Ahnung, wo er ist. Hinter mir irgendwo war einer. Klasse. Irgendwann erwischt er mich eh mit dieser gammeligen Zunge. Okay, da vorne ist er. Okay, jetzt habe ich ihn. Na? Wow, what the hell? Er hat mich nicht getroffen. Wer hat das denn gemacht? Okay, hey, komm. Wäre ganz normal, ihn abhauen zu können, ja? Alter, jetzt treffe ich ihn mehr. Nein! Das macht es natürlich nicht leichter jetzt gerade. Da, jetzt geht er mal kaputt da. Was ist dein Ernst jetzt hier? So, tschüss, Mann. Ey, meine Fresse. Was war das denn, ey? What the fuck, ey? So. Haben noch 10 Minuten, haben wir noch Zeit in dem Part hier. What the fuck, ey? Okay, 3 Stück bleiben noch. Dam, 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 dam. Okay, müssen wir weiter schauen, Twilight Town ein bisschen. 3 Stück fehlen. Okay, was haben wir noch gekämpft? Bisher haben wir wirklich das getroffen, was wir schon bekämpft hatten. Das ist richtig. Das haben wir alle schon bekämpft. Gegen die Pflanze könnte auch sein, dass wir gegen die kämpfen nochmal. Deswegen würde ich sagen, dass wir als nächstes sogar das Ding runtergehen erstmal. Und dann mal schauen, was wir da bekämpfen müssen. Da kommt auf jeden Fall was. Ich habe noch keine Ahnung, was. Doch irgendwas ist hier auf jeden Fall. So, hier sind auch normale Herzlos wieder. Also war ja normale Herzlos. Ich will euch jetzt hier nicht nerven, aber lass mich bitte in Ruhe. Ach, guck mal da, die Pflanze. Ich habe recht gehabt. Okay. Das war gut geraten. Ja, hier treffen wir anscheinend echt nur die Herzlosen, die wir schon bekämpft haben. Okay. Macht's natürlich nicht leichter, aber ich habe eine Idee. Feuer. Ich würde gerne anvisieren wieder. Hallo, ist in Ordnung. Feuer. Und Feuer. So, ich glaube, das war's schon. Okay. Das war fix, muss ich sagen. Und ich würde gerne mich einmal heilen. Danke. Okay. Ich treffe nicht, weil ich wieder blind bin. So, jetzt nicht mehr, aber... Ist trotzdem nervig, dass hier so viele scharlachrote Spackos rumspringen. Scharlachrote Spackos, ey. So, tschüss. Okay. Herzpunkte sollten wir ungefähr 250 haben. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ab zum... Uhr, zum hier, zum...
Okay, hier sind auch normale Herzlos nur. Okay, wo treffen wir noch welche? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, wer zieht dich? Achso, gut, wir haben trotzdem Herzpunkte bekommen. Ich hatte die Vermutung, dass der letzte, den wir treffen, einer ist auch hier. Ach so, ich weiß wer. Ja, ihn zum Beispiel auch noch. Dann müssen wir auch gegen Schattenborn auch noch kämpfen. Den haben wir ja in hier, damals beim Schloss des Biestes bekämpft. Okay, ich dachte, er greift an, deswegen habe ich geblockt. So. Okay, ich glaube, er greift jetzt an. So, genau. Ja, manchmal, also manchmal merkt man sich auch die Muster der Gegner, weil die setzen im Prinzip immer das Gleiche ein. So, blocken wieder. So, danke. Und weiter geht's. Ich glaube, der wird auch kein Problem werden hier. So, jetzt kommt er wieder. Ich habe keine Ahnung. Achso. Wow, sind wir wieder... Jetzt wird scha... Wow. Ich wollte gerade sagen, ist mir scheißegal, ich bleib drin und greife an und lass mich töten, ey. Scheiße. Verdammte Axt. Na, komm her. So, jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen, ey. So eine Scheiße. Also den ja auf jeden Fall. Okay, er blockt wieder. Ja, ihr wisst das Spiel. Ja, gleich gespielt vorhin. Und ich sollte weggehen, bevor er mich wieder killt. Das hat mich ja gerade eben schon gekillt. Okay. Ich denke mal, es hätte mich auch gerade eben gekillt. Auch mit Vollleben. Wow. Wow, das war ja gar nicht wenig Schaden, ne? Alter. Wow, jetzt macht er irgendwelche anderen Kram, die er ja gar nicht gemacht hat vorhin. So, wenn er weg hier. Ich glaube, jetzt macht er wieder so einen Angriff. Den können wir einmal wieder angreifen. Okay. Okay, jetzt habe ich erwartet, dass er mich angreift mit dem Angriff von vorhin. Okay, jetzt macht er wieder Angriff. Da kommt er und das war's jetzt für ihn. Ja, jetzt würde ich sagen, und tschüss, Mann. So, ein einziger fehlt noch. Kannst du mal schauen. Ah, das ist ein Emblem, okay. Ich wüsste ungefähr, wo es letzte sein könnte. Ich habe eine Vermutung. In dem Gebiet, wo wir Pants getroffen haben. Da könnte es sein, dass wir da den letzten treffen. Und das ist mir auch egal, deswegen bekämpfe ich auch gerade nochmal alles, das hier rumgurkt. So, tschüss. Dankeschön. Kannst du mir auch geben hier. Pyrokristall nehme ich gerne mit. Da war noch ein Kombo. Warte, what the fuck? Da war noch eine Kombo-Technik. Kombo-Tech. So, immer schnell aufpassen, dass wir ordentlich rumfliegen. Ich meine jetzt hier. Weil hier geht es auch nochmal runter. Das könnte sein. Und ich habe recht. Besiege den riesigen Herzlosen. Und wo ist er denn hier? Achso, okay. Das Ding oder was? What the fuck? Das Ding? Dein Ernst, also das Ding ist hier. Ja, ich treffe gerade, ich muss gerade umgekehrt denken, das ist ein bisschen scheiße. So, danke. Jetzt können wir angreifen. Achso, der Herz, achso. Das ist ja gar nicht. Sogar ich gegen ihn kämpfen wir. Ich sehe gerade, er ist nämlich auf der Karte. Okay. Können wir mal bitte wieder treffen? Oh, ist das scheiße, umgekehrt zu steuern, ey. So, danke. Merk auf welches, sobald ich diese verkehrte Steuerung habe. Dass ich ein bisschen an der Steuer so, tschüss. Leuchtkristall. So, jetzt noch der Herzlose. Ich hänge in der Wand. Ein Gigaschattenloch, okay. Das war jetzt irgendwie das Lämste von den ganzen, was wir bekämpft haben bis jetzt. Da war der Orkus echt am coolsten, ohne Scheiß. Auch alles Herzlose gewesen, wie wir gekämpft haben sogar. Aber wundert mich, dass der Schattenmond nicht dazwischen war. Weil das war ja auch ein Boss im Prinzip. Aber naja, was soll man machen, ne? Kann ich alles haben. Hallo. Hab's verstanden. Bist scheiße. So. Na, komm her. Na, jetzt geht's schon drauf. Ja, hab ich gehört. Danke. Mission abgeschlossen. So, und weg hier. Wir können endlich gehen. Da, 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 bam, 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 bam. Wir können die Mission beenden. Dam, dam, bop, bop. Wir haben es geschafft. Yay! Cool. Coole Mission gewesen, im Prinzip. Es war im Prinzip ein Boss-Run, könnte man so sagen. Und daran merkt man halt auch, dass wir wirklich am Ende sind, weil im Prinzip war das schon eine Ankündigung so, ja, Paddy, es kommt nicht mehr viel.
Gott, wir hauen ab hier, aber. Ob Shion und die anderen wohl zurück sind? Einfach nachschauen, Digga. Was hast du dazu zu sagen, Axel? Ich habe sie nicht gehen lassen. Der Alte sollte zum Augenarzt gehen. Sie wollte einfach nicht hören. Er hat schon recht. Wir können ihm nicht die Schuld geben, denn ich konnte sie auch nicht aufhalten. Und jetzt sitzen wir hier mit dem, den wir nicht gebrauchen können. Danke. Was sollte das alles? Wo ist Shion? Sie ist davon geflogen. Der Rotschopf hier konnte sie nicht überwinden, ihre Flügel zu stürzen. Axel, er macht Witze, oder? Von wegen, dein Freund hat Däumchen gedreht, während Shion abgehauen ist. Ich gehe jetzt zurück auf mein Zimmer. Ja, was haben wir verprügelt, ey? Hammer aufs Maul, ey. Was ist da draußen passiert? Gar nichts. Shion ist weg und du sagst gar nichts? Es ist genau wie Sigmar gesagt hat. Ich konnte sie nicht aufhalten. Hör auf damit, warum nicht? Roxas, Shion ist wie ein Spiegel, der dich reflektiert. Was? Die Organisation hat sie dazu geschaffen, deine Kräfte zu duplizieren. Sie ist eine Puppe. Bist du verrückt geworden? Shion ist eine Person, keine Puppe. Sie ist einfach nur ein Spiegel, Roxas. Und als ich in den Spiegel geblickt habe, habe ich nicht dich gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber Shion ist Shion. Wie kommst du darauf, dass sie sich in mich verwandelt? Das meine ich nicht, Roxas. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand den Spiegel zerbrechen musste. Du meinst, bis jemand sie tötet? Na, antworte mir. Roxas, wenn niemand das tut, dann wärst du... Du wirst nicht mehr du selbst sein. Ich werde immer ich selbst sein, dein bester Freund, genau wie Shion. Ach Mann, ey. Roxas, du verstehst nicht den Zusammenhang. Du verstehst gar nichts. Ach, vergiss es. Roxas. Warum kannst du mich nicht verstehen? Naja. Wer würde ihm das schon verübeln, also bei dem, was er alles schon gesagt hat? Riku! Hast du deine Antwort gefunden? Ja, hab ich. Ich bin kurz davor, alles zu verlieren. Das kann ich nicht zulassen. Sag mir, was ich tun soll. Geh nach Twilight Town. Dort findest du ein Mädchen namens Namine. Namine, wie ist sie so? Das wirst du schon sehen. Du wirst kein Problem mehr damit haben, sie aufzuspüren. Okay, danke, Riku. Auf Wiedersehen. Okay, abgeschlossen. Können wir noch Erfahrungspunkte? Ja, auf wow. Wow. Okay, nicht mal wenig, ey. Urihalko haben wir neu dazu gekriegt und sonst war es das übliche. Tag 354, die Wahrheit. So, wir sind wieder bei der Besprechung. Ich werde die jetzt noch mit drin lassen, weil ich werde den Part nicht beenden. Ich werde erst den Part beenden, wenn wir wieder laufen können. Weil ich muss speichern. Das ist ganz wichtig. Alter, alle weg, ey. Krass, wie wenig wir nur noch hier sind, ey. Shion ist schon wieder verschwunden. Wisst ihr, wo sie steckt? Es ist nicht sie. Shion ist nur eine Kopie, eine Puppe. Puppe? Jemand hat sie gemacht? Puppen machen sich in der Regel nicht selbst. Shion spielt in unserem Kopierprogramm lediglich die Rolle des Versuchskaninchens. Kopier was? Wie wäre es, wenn du uns über diesen Kopiervorgang mal aufklärst? Das Ziel war es, die Erinnerung des Schlüsselschwertträgers zu duplizieren und auch so auch seine Kräfte. Wir wollten sie für uns nutzen. Vexen hat das Projekt im Schloss des Entfalls beaufsichtigt.
aber unsere Bemühungen wurden durch sein unerwartetes Ableben verzögert. Und diese spezielle Kopie, die wir Shion nannten, hat eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Das hat uns überrascht. Falls so etwas je passiert ist, dann hat es keiner je gemeldet. Nicht wahr, Axel? Zum Glück kann die Puppe unsere Pläne nicht durchkreuzen, auch wenn sie sehr eigenständig ist. Sie kennt noch immer unser Geheimnis. Wir müssen ihre Leine kürzen oder gar anzuziehen. Du meinst doch nicht... Axel. Sie ist während deiner Wache entkommen, also wirst du sie einfangen und wieder herbringen. Ein paar Kratzer machen nichts. Es reicht, wenn du sie funktionsfähig zurückbringst. Warum willst du einer Deserteurin wieder einen Platz bei uns geben? Wir sollten sie auslöschen. Deserteurin ist kaum der richtige Begriff für eine kaputte Puppe, die nicht untersucht werden will. Axel, du hast deine Befehle. Wegtreten. Sie zurückbringen, das ist doch Wahnsinn. Die ganze Zeit habe ich mit einer Puppe geredet. Verrückt. Also machen wir alles sauber. Hä, von wegen. In diesem Spiel weiß man wahrhaftig, umso weniger, je niedriger man sitzt. Axel. Diese Befehle waren unumstößlich. Noch immer da, Roxas, setz deine Mission fort. Shion ist eine von uns. Eine Puppe, eine von uns. Sei nicht albern. Zähl die Sitze. Wann waren wir jemals mehr als 13? Das stimmt, das ist ein Argument. Axel. Ich glaube nicht, dass Shion hier noch sicher ist. Du wirst doch nicht tun, was Sam das zu dir gesagt hat, oder? Das muss ich, sonst bin ich hier auch nicht mehr sicher. Nun, würdest du dann wenigstens versuchen, ihr diesmal nicht weh zu tun? Das liegt ganz an ihr. Roxas. Shion ist gefährlich. Inwiefern? Bist du wieder im Vollbesitz deiner Kräfte? Noch nicht. Wie lange weißt du schon über sie Bescheid? Du hast es die ganze Zeit gewusst und von mir geheim gehalten? Naja, die ganze Zeit stimmt auch nicht, ne? Komm. Er wusste es nicht die ganze Zeit. Da müssen wir mal ausgehen. So, Leute, ich werde den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Der Part war echt ein bisschen länger, glaube ich. Und ja, im nächsten Part werde ich mich erstmal erkundigen mit dem Schlüsselschwert, ob das besser ist als unser jetziges. Und dann werden wir mal schauen, was wir denn machen noch. Denn bis zum nächsten Mal. Und ciao.